Ja, von mir auch ein Hey ho, großartig, ein Hallo, Moin und Servus auch von meiner Seite. Ja, schreibt gerne mal. Es haben ja schon guten Morgen, finde ich auch ganz gut. Definitiv andere Zeitzone anscheinend. Aber schreibt gerne mal so eure Lieblingsbegrüßung rein. Also, wenn ihr nicht groß drüber nachdenkt, jemanden auf der Straße trefft, was ihr ihm entgegnet. Also ist es eher das norddeutsche Hoi, sehr gut. Moin, moin, 100 Pro auch noch. Mainz und grüß dich. Jawohl, das ist dann wohl eher so die Ecke hier unten. Ihr seht es an dem alpinen Hintergrundbild und auch am letzten Servus. Ich bin vor 6 Monaten auch ins Allgäu gezogen, dementsprechend hier auch eher grüß dich Land. Aber das Herz ist definitiv noch moin. Grüß Gott, grüezi, bonjour, alles dabei. Wir sind halt auch tendenziell auf einer Sprachlernmesse. Macht Sinn. Großartig, schön euch alle zu sehen. Genau, auf jeden Fall an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, dann sehen es nämlich wirklich auch alle. Cool. Ich freue mich sehr. Sind ja, was sind wir jetzt so vielleicht auch für euch als Update? 120 Leute, da wir ja nun mal digital hier sind, habt ihr jetzt so ein bisschen eine Idee, wer mit euch noch so indirekt im Raum ist. Ja, lasst uns reinspringen. Für mich ist immer total spannend zu hören. Im Endeffekt, wir sind auf einer Sprachlernmesse, deswegen gibt es da definitiv gleich eine Tendenz. Aber von euch noch mal einmal zu hören. Was ist denn euer Thema, euer Lernthema, eure Fähigkeit, die ihr, na, nehmen wir jetzt mal irgendwie den, weil jetzt sind wir ja im März, sagen wir, ihr habt euch zum Jahreswechsel 2020, 2021 was vorgenommen, seid dann 1, 2 Wochen hochmotiviert reingegangen und im Endeffekt, wenn ihr jetzt überlegt, oh ja, das hatte ich mir ja vorgenommen, was sind das so für Themen, die ihr schon immer mal angehen wolltet, die Fähigkeiten, die ihr schon immer mal erlernen wolltet, aber irgendwie nicht so richtig, ja, immer wieder unter den Teppich gekehrt werden oder unter den Tisch fallen, passt besser, weil es irgendwie eher so was Passives ist. Also was habt ihr so an Themen, wo ihr sagt, eigentlich mein Herz sagt, ich habe da richtig Bock drauf, ich möchte das total gerne machen. Aber irgendwie über die Zeit wabert das dann immer davon. Ihr habt vielleicht ein paar Bücher gekauft, ihr habt irgendwie Freunden von erzählt, hochmotiviert, ihr seid selber voll, irgendwie Feuer und Flamme. Aber im Endeffekt schon wieder nicht. Aber dann halt irgendwie aufräumen, sehr gut. Viel Sprache natürlich, sehr schön. Ich gehe mal. Was habt ihr hier noch so schönes Zeitmanagement? Okay, da bist du hier schon mal richtig. Sehr gut. Schön. Schön bloggen, fotografieren, komponieren, Speedreading. Geil. Das bringt Spaß. Nichts. Okay, cool. Dann bin ich gespannt. Vielleicht nimmst du ja heute trotzdem noch was mit. Japanisch, Italienisch, klar, Zeit. Irgendwie Sprachlernmesse. Deswegen Sprachen, Sprachen, Sprachen. Steuern besser ausfüllen. Oh, da kommen die richtig emotional aufgeladenen Themen hier hoch. Das ist schön. Was glaubt ihr, warum ist nichts daraus geworden? Und es gibt ja irgendwie immer wieder diese, ihr nennt ja so viele schöne Themen und das sind ja nicht so, dass wir nicht dafür brennen und dass wir, ja, dass es an Motivation, zumindest anfänglich, an Motivation fehlt. Dementsprechend, woran kann das liegen, dass wir ja im Endeffekt alle irgendwie ein Themachen haben, was hinten rüberfällt, obwohl wir ja eigentlich so viel Bock haben. Und ihr schreibt schon ein paar Zeit, Angst, das richtig zu machen, da kann man immer schön rausschieben. Absolut. Und der vermeintliche, du schreibst es so schön, Kerstin, sehe ich gerade, ja, vermeintlicher Zeitmanager, immer dieses Busy-Sein, immer in dieser Welt der Dringlichkeit, immer irgendwie, ja, tägliche To-Dos jagen und im Endeffekt aber diese langfristigen Themen, weil, naja, Spanisch, Japanisch und Co. hat man halt nicht innerhalb von irgendwie einer Woche oder zwei gelernt. Diese langfristigen Themen fallen hinten rüber. Und das ist mir auch aufgefallen und dementsprechend
Ich probiere so meine Projektmanagement-Erfahrung. Ich habe ein paar Jahre Unternehmensberatung hinter mir mit meiner persönlichen Lernleidenschaft zu kombinieren, weil es waren immer wieder Parallelen zu entdecken. Und ja, das habe ich jetzt im Endeffekt zu meiner Mission gemacht, als dass wir dieses Lernen, dieses Weiterkommen in langfristigen Themen, dass wir das nachhaltig in unseren Alltag integrieren und so ein bisschen teilweise zumindest den Autopiloten anstellen können und uns hoffentlich nicht alle 3 Monate fragen müssen, wo ist denn eigentlich, wo ist denn eigentlich mein Thema geblieben und was ist denn eigentlich daraus geworden, was ich mir vor 2, 3 Monaten vorgenommen hatte. Und selbstbestimmt habe ich nochmal fett gemacht, weil im Endeffekt ist das aus meiner Sicht ein Riesenschlüssel genau in diese Richtung, als dass wir durch das Integrieren dieser Lernthemen, die ihr alle habt irgendwie, dass wir dadurch, ja, ihr habt ja gute Gründe, in das erlernen zu wollen und dadurch den Lebenspfad im Endeffekt gehen zu können, den wir gehen wollen. Und ja, wenn man dann fast noch ein bisschen, noch einen Schritt weiter gehen möchte, zu der Person werden, die wir werden möchten. Und das habe ich in drei Themen eingeteilt. Und im Endeffekt sind die beiden oberen Themen, Effizienz und Organisation, das sind genau diese Themen, die das Thema Busy, Busy und Zeitmangel, vermeintlicher Zeitmangel, die das Thema ansprechen. Also Freiräume und Zeit generieren, um dann unsere Lernprojekte, unsere langfristigen Projekte angehen zu können. Effizienz, da geht es so im Endeffekt um die uns verfügbare Zeit gut zu nutzen. Viel Konzentration, aber auch Gewohnheitsbildung zum Beispiel. Wie können wir einzelne Themen auf Autopiloten stellen? Auf der anderen Seite Organisation, auf der rechten Seite, da geht es um die Richtung zu identifizieren und die richtigen Themen zu identifizieren, und diese regelmäßig zu reflektieren und zu sagen, wirklich, wie können wir das in unserem Leben und in unseren Alltag integrieren? Und klar, dann lernen. Das habe ich reingenommen, weil es für mich dann wichtig ist, also aus meiner Sichtweise wichtig ist, dann halt nicht mehr von dem, was wir eh schon machen, zu tun. Das ist eine Falle, in die man dann ganz schnell stapfen kann, sondern diese Zeit und Klarheit, die wir dadurch generiert haben, dann im Endeffekt auch dafür zu nutzen, um die wichtigen Themen anzugehen und um diese Lernprojekte, die ihr jetzt alle genannt habt, anzugehen. Und heute würde ich gerne in die obere Linke. Das ist eigentlich auch so meine logische Sukzession, dass ich sage, okay, lass uns erstmal Raum schaffen, um überhaupt diese Blockaden zu lösen, um dann den Lernprojekten auch eine realistische Chance zu geben. Und heute wollte ich gerne mit euch in das Thema Effizienz ein bisschen tiefer einsteigen. Und das würde ich starten gerne mit einem absoluten Zitat-Klassiker. Ich mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne. Hier können wir uns überlegen, wir haben eine Aufgabe und eine gegebene Zeit. Und da jetzt zu sagen, okay, ich halte jetzt erstmal inne, schau mir das Problem an sich an und schau mir, was brauche ich dafür, meine Ressourcen, meine Werkzeuge dafür, feil an den rum. Und geh dann an die Arbeit. Nicht das sofort reinstürzen und erstmal gucken, wie das Ganze wird. Zum einen sind wir so schneller und zum anderen haben wir mehr Spaß an der Sache. 8 Stunden mit einer stumpfen Axt auf irgendeinem Baum rumkloppen, ist, glaube ich, nicht exakt die gleiche, das Gleiche, wenn man jetzt 6 Stunden erstmal schärft und dann 2 Stunden richtig schön arbeiten kann. Und das übertragen, wenn ihr überlegt, okay, wir sind jetzt nicht alle Holzfäller, dementsprechend das jetzt übertragen, was kann das auf unsere Lernthemen, auf unser Arbeitsumfeld bedeuten? Und schaut euch diesen Mann an. Der ist tief drin, da können was auch immer neben ihm hochgehen oder
sagen wir mal, die moderatere Version Telefon klingeln, der wird das nicht mitbekommen. Der ist so tief in seiner Arbeit, so eins mit seiner Arbeit im Endeffekt. Wann wart ihr das letzte Mal? Wann habt ihr das letzte Mal erstmal die milde Version ununterbrochen eine Stunde lang gearbeitet? Und da geht die letzten Wochen, hoffentlich nicht Monate, aber vielleicht müsst ihr es, durch und überlegt und versetzt euch in diese Situation, wann war es das letzte Mal, dass ihr eine Stunde ununterbrochen gearbeitet habt und vollends in der Sache mit der Aufgabe verschmilzen konntet. Und das ununterbrochen heißt dann natürlich keine E-Mails, kein Handy und Co. Dementsprechend, wann hattet ihr dieses Mal diese Situation? Und da ist ja wirklich alles mit dabei. Man könnte natürlich auch Schlafen als Arbeiten ansehen und dann jeder heute Nacht. Aber ja, oder dass du nicht schlafen konntest. Vor einem Jahr war wirklich alles mit dabei. Für diejenigen, die sich wirklich an diese Situation erinnern können, weil vor einem Jahr, weiß nicht, ob das wirklich eine konkrete Situation ist, die du da im Kopf hast. Was waren die Gegebenheiten? Was Tageszeit? Was war, okay, Wochentag? Was war die Umgebung? Ort? Was war die Aufgabe an sich? Auch ganz wichtig. Wenn ihr euch diese Situation visualisiert, könnt ihr sehr schöne Rückschlüsse darauf ziehen, wie schafft ihr es oder was für Gegebenheiten sind wichtig für euch, euch zu konzentrieren? Und da machen die Aufgabe an sich, aber auch der Ort, Wochentag, die Tageszeit, was habe ich vorher gemacht, was habe ich vielleicht danach in Aussicht, einen riesen Unterschied. Und dieses Gefühl, dass ihr vielleicht auf eurem inneren Auge dafür quasi in euch hervorgerufen habt. Das nennt sich Flow-Gefühl, also Fluss, Flow. Und dieser Moment, in dem man komplett mit der Aufgabe, die vor einem liegt, die man gerade am Bearbeiten ist, in dem Moment, in dem man mit dieser Aufgabe verschmilzt im Endeffekt und das mit scheinbarer Mühelosigkeit. Csikszentmihalyi und Name, den ich definitiv 2-3 Mal geübt habe vorher, der hat, und bestimmt immer noch falsch ausgesprochen habe, der hat, ist einer der führenden Wissenschaftler in der Flow-Forschung. Das ist so, ich glaube, seine ersten Werke, würde ich jetzt schätzen, gerade so vor 10, 15 Jahren, vielleicht noch ein bisschen früher, fing das an, dass man sich damit beschäftigt hat, okay, wie können wir denn dieses Gefühl, was wir im Endeffekt alle kennen, wissentlich herbeiführen. Und das Ziel dabei ist eine tiefe Konzentration, dass im Endeffekt gar keine Aufmerksamkeit mehr über ist, mehr für, um irgendwie abschweifen zu können und abgelenkt zu sein. Und dabei reden wir wirklich von der kompletten, also wenn ihr an den Mann von vor 2-3 Slides denkt, der wirklich komplett in seiner Aufgabe vertieft war, da reden wir von der kompletten, vollen Konzentration und das bei gleichzeitigem Vorhandensein aller Ressourcen. Ihr habt nicht das Gefühl, dass ihr der Situation nicht fähig seid oder nicht alles habt, aber ihr seid gefordert. Und das ist der letzte Satz dann im Endeffekt, wo ihr sagt, okay, ich habe alles, ich bin glücklich, aber auch so weit gefordert, als dass ich mich nicht langweile. Und so wie der Mann vorher, der wird parallel ganz bestimmt nicht an seine Einkaufsliste denken. Der hat gerade gar keine kognitive Kapazität im Endeffekt, an solche Themen zu denken und verschmilzt dadurch mit seiner eigentlichen Aufgabe. Eine etwas praxisnahe Interpretation des ganzen Themas ist,
ist Deep Work, so wie Cal Newport es beschreibt in seinem gleichnamigen Buch. Und hier hat er natürlich nach guter Selbstentwicklungs-Autorenmanier natürlich ein Akronym entwickelt, was so catchy ist wie der Titel. Und im Endeffekt geht es da jetzt wirklich um die eigentlich vier Schritte, die man durchgehen kann oder die man zumindest bedenken kann, wenn man sein Arbeitsumfeld designt. Und das ist zum einen ein dedizierter Arbeitsumfeld. Sowas im Endeffekt, wie ich es hier habe. Es ist wirklich, ich bin in einem Keller und habe meine 5 Quadratmeter mit einem Vorhang abgehängt. Hatte ich nicht immer den Luxus. Vorher waren es Kopfhörer. Habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt. Eine recht breite Interpretation des Arbeitsumfeldes, dedizierten Arbeitsumfeldes, aber auch eine Möglichkeit, mit der man sagen kann, okay, das ist jetzt mein Arbeitsumfeld. Muss nicht immer ein extra Zimmer sein. Exakte Schlusszeit, damit ist gemeint, dass wir nicht diese da hinten raus ein offenes Zeitziel haben, beziehungsweise gar kein Ziel haben und dann im Endeffekt nach 2-3 Stunden denken, was habe ich denn eigentlich geschafft? Und das ist eigentlich die Komponente, hauptsächlich die Komponente, die diese Langeweile aus der Arbeit nimmt. Also vorher hatten wir es gesagt, weder Angst noch Langeweile. Und dadurch, dass wir ein Schlusszeit haben, ein terminiertes Ende, haben wir eine kleine Menge von Stress im Endeffekt. Die einfache Startsequenz ist ein schönes Werkzeug auch einfach, um sicherzustellen, dass wir zum Beispiel keine Unterbrechung haben, keine Konzentrationsfresser. Da können wir zum Beispiel sagen, okay, das kann so einfach sein, wie alle nicht notwendigen Browserfenster zu, Handy auf aus und das E-Mail-Programm ausstellen. Kann aber auch, also ich bin ein großer Fan von, dann kombiniert mit Power-Ups, mit dem vierten Punkt, dass man physisch auf sich auch achtet und sagt, okay, 10-mal tief durchatmen, Kopfhörer aufsetzen, einen Schluck trinken. Das sind alles Möglichkeiten, mit denen man diese Einfach-Startsequenz sicherstellen kann. Und die Betonung ist hier auf einfach, weil dass man nicht dieses dauerhaft prokrastinierende und herausschiebende, dass das nicht stattfindet. Sodass man nicht sagt, okay, das Lernen beginnt erst, wenn ich 100 Vokabeln gelernt habe, zum Beispiel, und sich direkt so einen großen Klotz quasi dahinlegt, sodass man einem doch wieder 20 andere Sachen einfallen, bevor man mit der eigentlichen Aufgabe anfängt. Und wir hatten jetzt das Konzept von Flow, dann sind wir rübergegangen zu Cal Newports Deep Work Interpretation und da möchte ich euch gerne noch etwas praktischeren Schritt, der sich sehr schön damit kombinieren lässt, an die Hand geben. Das ist die Pomodoro-Technik. Ich denke, einige von euch haben das bestimmt schon gehört. Ich habe es auch schon 2-3 Mal sonst in meinen Vorträgen erwähnt, für diejenigen, die vielleicht auch schon mal da waren oder bei der Expo Lingua schon mal da waren. Hier geht es im Endeffekt um geschützte Zeitblöcke. Es gibt einmal die Stunden- und einmal die Halbstundenversion. Ich habe jetzt die Stundenversion aufgegriffen, als dass man sagt, okay, 45 Minuten arbeite ich, konzentriere an eine Aufgabe. Und genauso wichtig sind aber auch die 15 Minuten, die darauf folgen. Einmal physiologisch einfach Pausen machen. Das machen wir eh viel zu wenig. Dementsprechend Pausen machen, wirklich herunterkommen, Glas Wasser trinken, frische Luft, was auch immer. Aber auf der anderen Seite diesen Zielcheck, im Endeffekt gucken, okay, in welche Richtung laufe ich jetzt? Die letzten 45 Minuten, waren die gut? Waren die gut investiert? Aber was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Auch die Arbeitsweise an sich reflektieren zu können. Und dann aber auch den Inhalt reflektieren zu können und zu sagen, okay,
genau, marschiere ich noch in die richtige Richtung? Ist das das Richtige? Und um dann halt gegebenenfalls neue Weichen stellen zu können. Und Pomodoro vielleicht deswegen, weil das kommt aus der IT-Branche, da haben sie anfänglich zum Zeitmessen kleine Küchenuhren in Form einer Tomate genommen. Das habe ich euch nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Auf meiner Internetseite findet ihr ein Deep Work Starter Kit, habe ich es mal catchierweise genannt. Wie ich finde zumindest. Da findet ihr genau diese Punkte. Wie könnt ihr euch dem Thema Deep Work, Flow, Pomodoro ist auch mit drin, wie könnt ihr euch dem nähern? Und das ist eher so eine 150%-Liste, da sind viele Schritte drin. Nehmt euch gerne das raus, was für euch und in eurem Umfeld Sinn macht. Zusätzlich, Literatur um dieses Thema ist breit. Ich habe schon diverse Male jetzt Deep Work und Cal Newport genannt. Zusätzlich kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade dieses ganze Thema um Gewohnheitsbildung. Wie können wir vereinzelte Tätigkeiten so ein bisschen in den Autopiloten schicken im Endeffekt. Da hat James Clear was sehr Schönes zusammengeschrieben und ein bisschen für, so ein bisschen dieser amerikanische Flair, ein bisschen reißerisch teilweise, aber wenn man darauf steht oder darüber hinwegschauen kann, hat Timothy Ferris mit der 4- oder 4-Hour-Work-Week sehr schöne Impulse bezüglich bezüglich der Automatisierung, aber auch der Arbeitsweisen zusammengestellt. Darüber hinaus möchte ich euch gerne ein Forum bieten, euch mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Zum einen, klar, heute, ich hoffe, ihr nehmt heute auch schon so ein paar Ideen zumindest. Ich sehe wirklich so nebenbei, noch ist ja auch die Diskussion sehr, sehr, sehr intensiv. Das freut mich total. Zusätzlich hoffe ich, dass ihr heute ein paar Punkte mitgenommen habt. Ich möchte ab jetzt aber eine Meetup-Runde. Und ich denke, das ist einfach ein Thema, was von dem Austausch und von immer wiederkehrenden Impulsen sehr leben kann. Am 8.4. haben wir da die erste Meetup-Runde. Das sind kleinere Runden. Ich möchte es auch gerne klein und irgendwie, vielleicht wird es sogar familiär über eine Zeit, klein halten. Und so wirklich so Donnerstagabend-Flair für diejenigen, die wollen, Kaltgetränk in der Hand und im Endeffekt über das Thema reden. Klar, Impulse reinbringen, aktuelle Trends, aber auch der rege Austausch in den kleinen Gruppen und natürlich Raum für eure Fragen. Und um das zu kombinieren, das ist meine Idee mit den Meetups. Ist, wie gesagt, Anfang April, 8. wird der erste sein, dann im Mai und Folgetermine dann jeweils monatlich. Und ich schicke euch mal einmal ganz kurz den Link. Zack, da habt ihr es. Und für die ersten 10 habe ich da auch nochmal ein Messerabettchen reingepackt. Also 25% für die ersten 10 Plätze. Wie gesagt, möchte ich auch gerne limitiert halten. Ich möchte da jetzt keine Großveranstaltung draus machen. Und dementsprechend Plätze limitiert und für die ersten 10 gibt es nochmal 25% Expo Lingua. Mit dem, ihr seht oben, Spring 21, das ist dann der Code. Und so kommt es eigentlich, dass es drei verschiedene Pfade gibt. Also einmal könnt ihr euch das von heute mitnehmen, ihr könnt auf der Internetseite schauen, euch ein paar Bücher durchlesen und auch dann werdet ihr ganz bestimmt Fortschritte in diesem Thema machen. Und ich bin sowieso selber auch gerne Autodidakt und lese mich auch immer gerne in Themen ein. Dementsprechend macht das gerne oder kommt alternativ zu den Meetups. Freue ich mich natürlich auch, die Diskussion, die wir jetzt schon geführt haben, dann auch ein paar Gesichtern zuordnen zu können und mit euch auch wirklich in den direkten Kontakt treten zu können. Darauf freue ich mich dann sehr. Und natürlich, wenn ihr Lust habt, auf meiner Internetseite, also learningaslifestyle.com, findet ihr auch da Informationen zu. Und das ist dann auch gerne 1:1. Ja, die Meetups sind in Deutsch erstmal, genau. Dementsprechend, diese drei Pfade gibt es im Endeffekt. Nimmt, was ihr heute gesehen habt, die Meetups dafür
Darauf würde ich mich natürlich total freuen, wenn das ein lebendiges Konzept wird, wenn das ein einfach ja, lebendige Diskussion, ähnlich wie aktuell im Chat wird. Und ansonsten kommt gerne auch auf mich zu. Genau. Hier nochmal dementsprechend die Internetseiten. Ihr findet mich sonst auch, ich habe euch gerade schon einen Link geschickt, findet mich aber auch auf Eventbrite. Ich überlege immer wieder, wie es ausgesprochen wird. Eventbrite unter Triple L. Ansonsten learningislifestyle.com oder bei LinkedIn. Dementsprechend, da findet ihr mich. Ich hoffe, ihr habt heute auch schon was mitgenommen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal für, dass ich definitiv bei euch nicht das Gefühl hatte, in ein Loch hineinzureden und nur mit einem Bildschirm zu reden. Tolle Diskussion. Hätte jetzt sogar noch 2, 3 Minuten, um auf ein paar Fragen einzugehen. Wünsche euch aber auf jeden Fall schon mal eine tolle Zeit noch auf der Expo Lingua. Ein tolles Wochenende. Also hier im Allgäu, ich musste das Fenster schon abhängen, weil die Sonne so schön reinscheint. Ich hoffe, bei euch ist es ähnlich. Oh, genießt die Zeit und ich freue mich sehr drauf, den ein oder anderen dann ja vielleicht bei einem solchen Meetup kennenlernen zu dürfen. Eine schöne Zeit euch. Ich bleibe noch im Chat, falls noch der eine oder andere eine Frage hat. Und eine schöne Zeit euch.